Hallo ihr Lieben, ich bin's Grit, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich zeige euch heute, wie ihr als kleines Weihnachtsgeschenk diesen Magneten ganz einfach selbst malen könnt. Dieses Video ist eine Kooperation mit Adveniat, also bleibt bitte ganz kurz dran, dass ich euch schnell erzählen kann, worum es dabei geht. Adveniat ist ein Lateinamerika-Hilfswerk, was sich zur Aufgabe gemacht hat, den Hunger in Südamerika und der Karibik zu bekämpfen. Und Adveniat hat jetzt über die Weihnachtszeit eine Aktion gestartet. Die ist auf der Seite www.teile-dein-weihnachten.de einsehbar. Und zwar handelt es sich dabei um einen kleinen digitalen Adventskalender. Das heißt, ihr könnt dort jeden Tag ein Türchen öffnen und seht alle jeden Tag ein neues Video und heute eben zum Beispiel meins über diesen Magneten, wie ihr den selbst malen könnt, aber dort sind auch Personen, die Rezepte zum Beispiel vorstellen oder Gedichte vortragen. Da ist, denke ich, für jeden auf jeden Fall was dabei. Und das ist deren Weihnachtsaktion, um euch dazu aufzurufen, eine Spende loszuwerden für dieses Hilfswerk, damit sie vor Ort wirklich arbeiten können. Adveniat ist zu 95% auf Spenden angewiesen und arbeitet wirklich vor Ort mit den Menschen, die es betrifft und hat vor Ort Ansprechpartner, die also auch genau da arbeiten können, wo das Geld auch hinkommt und wo es auch wirklich dringend gebraucht wird. Also, wenn ihr vielleicht noch einen Zehner übrig habt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr auf diese Seite mal reinschaut. Genießt den Adventskalender, lasst eure Spende da und ich glaube, dann können wir alle ganz weihnachtlich und mit viel Nächstenliebe auch in das Fest starten. Und jetzt wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß beim Malen und viel Spaß beim Video. So, und wie immer gehen wir gemeinsam in das Video rein, damit ich euch, während ihr das seht, auch noch ein paar nützliche Hinweise geben kann, was man da beachten muss bei manchen Stellen. Ich zeige euch erstmal, was ihr dazu braucht. Und zwar müsst ihr euch einige Holzplättchen besorgen. Meine haben hier einen Durchmesser von ungefähr 4 cm. Das ist eine schöne Greifgröße für Magnete. Und dann müsst ihr euch ordentliche Magnete besorgen, die auch wirklich was kräftig halten und nicht die ganz, ganz günstigen vom Tante-Emma-Laden nebenher. Was braucht ihr an Farben? Und zwar, ich nehme zwei Grüntöne, zwei Rottöne, Weiß und Gold. Und zum Grundieren braucht ihr Schwarz. Ihr müsst die Holzplättchen Vorder- und Rückseite bestimmt zweimal damit einpinseln, dass das richtig deckt. Und das hat einfach den Sinn, dass dann die Farben durch diesen Kontrast zum Schwarz einfach viel strahlender wirken. Und das, ja, das kommt einfach viel besser rüber, wenn das auf einem dunklen Hintergrund alles passiert. Aber die Holzplättchen saugen die Farbe ziemlich schnell auf, sodass ich denke, nach 10 Minuten, Viertelstunde ist das vorbereitet. Dann ist das trocken. Und dann schnappst du dir einen Zirkel oder ein Geldstück und einen Bleistift, irgendwas Rundes und zeichnest dir zwei Hilfslinien auf dein Holzplättchen drauf, damit du, während du das nachher punktest, einfach nicht aus der Mitte rausrutschst, ne, sondern dass du schön symmetrisch bleibst. Wenn du dir dann die Farben zurecht mischst, musst du auf manche Sachen achten. Du musst unbedingt Acrylfarbe nehmen und keine Wasserfarbe aus dem Malkasten deiner Kinder oder Enkel, weil die Wasserfarben, die sind ja, die sind eben nicht wasserfest, auch nicht, wenn sie getrocknet sind. Und da gibt es dann nur Probleme mit nassen Händen oder Kindern. Deswegen nimm auf jeden Fall Acrylfarbe, damit das dann, wenn es getrocknet ist, auch alles gut hält. Und dann verdünnst du dir aber die Farbe, die meistens so als Würstchen aus der Tube kommt, so lange, bis die so ungefähr, oh, naja, Kartoffelbrei ist noch zu dickflüssig, aber vielleicht so Smoothie-Konsistenz hat. Dass man zwar merkt, es ist etwas viskos, aber trotzdem keine dauerhaften Huckel bleiben, wenn man da durchstreicht mit dem Stäbchen. Dann hast du die richtige Konsistenz und das kannst du auch einfach mit Wasser machen. Da brauchst du kein besonderes Hilfsmittel. Und ja, dann geht das schon los. Bei dem Magneten, den ich dir jetzt hier zeige, habe ich in der Mitte einen Punkt gesetzt mit ungefähr 7 mm Durchmesser und setze die erste runde Punkte mit Weiß drumherum und zwar so dünn, wie dir das möglich ist. Meine weißen Punkte haben vielleicht einen knappen Millimeter Durchmesser. Ich benutze hier ein spezielles Punktwerkzeug. Dieses orangefarbene mit den silbernen Enden, das habe ich zum Beispiel in der Drogerie gekauft, in der Nagelabteilung. Da ist meistens tatsächlich genau dieses drin, habe ich schon in mehreren Drogerien gesehen, kann man sich dort mal besorgen.
Das gleiche gilt übrigens auch für die zweite Runde mit Hellrot und die dritte Runde mit Dunkelrot. Versuch die Runden immer so zu setzen, dass du immer die Punkte der nachfolgenden Runde in die Zwischenräume der vorhergegangenen Runde setzt. Dann kannst du das ein bisschen enger machen und dadurch, dass das so schön ineinander greift, sieht es dann auch sehr ordentlich aus. Ja, und dieses Stäbchenwerkzeug, was du jetzt siehst, was ich für die dunkelgrünen Punkte benutze, das ist ein spezielles Werkzeug zum Punkten von Mandalas. Da kannst du auch nochmal in meine schriftliche Anleitung zu diesen Mandalas reinschauen. Die kannst du dir auch runterladen auf der Homepage. Und da steht es nochmal ein bisschen was geschrieben zu diesen Werkzeugen. Aber lasst euch eins gesagt sein, wenn ihr jetzt wirklich Anfänger seid, das noch nie gemacht habt, dann sucht euch irgendwas aus eurem Haushalt, was so in etwa diese Form hat. Also die Rückseite von einem Bleistift oder ein K-Pop-Stick oder für die ganz kleinen Punkte nehmt eine Stopfnadel, Zahnstocher, sowas. Ne? Also da muss man ein bisschen kreativ sein und alles, was irgendwie so eine zylindrische Form hat oder so ein rundes Ende, das kannst du locker benutzen zu punkten und es wird genauso gut. Also gerade für einen Einsteiger, glaube ich, ist das ein guter Tipp. Aber was passiert in der Zwischenzeit hier bei meinem Muster? Und zwar habe ich diese dunkelgrünen Punkte jetzt gesetzt, so ähnlich wie das Ziffernblatt einer Uhr, oben, unten, rechts, links und dann die beiden Diagonalen. Arbeitet auch bitte in dieser Reihenfolge, damit ihr die Symmetrie halten könnt. Wenn ihr alle grünen Punkte nacheinander im Uhrzeigersinn setzt, dann sind die Abstände nicht gleich. Das kriegst du einfach besonders gut hin, wenn du wirklich immer gegenüberliegend arbeitest. Diese grünen Punkte werden dann gesäumt von zwei Bögen. Die erste Runde Bögen mit Hellrot, die zweite Runde Bögen mit Dunkelrot. Dann nimmst du dir einfach so ein Punktwerkzeug oder zum Beispiel deine Stopfnadel, tauchst einmal in die Farbe ein und ziehst dann die Farbe bogenförmig raus. Dann sieht es genauso aus. Das passiert quasi von ganz alleine. Ja. Ich habe jetzt hier zwischen meinen Bögen noch so ein ganz klein wenig Platz und fülle diesen Platz mit goldenen Tropfen. Und zwar mache ich das hier so, dass ich einen Punkt setze von ja, so 2, 2,5 Millimetern und nehme da richtig viel Goldfarbe auf diesen Punkt drauf. Ihr seht, ich habe ja auch so ein Holzstäbchen dazu benutzt. Und dann nimmst du dir ein feines Werkzeug. Kann auch der Zahnstocher sein. Und dann ziehst du aus diesem Punkt einfach die Farbe nach unten raus und dann entsteht auch dieser Tropfen. Bei dem Punkten von Mandalas ist das oft sinnvoll, Farben und Muster, die man im Inneren benutzt hat, auch außen nochmal auftauchen zu lassen, damit sich das Muster einfach geschmeidig ineinander fügt und dass das dann stimmig aussieht. Und weil wir jetzt in der Mitte ja schon mal weiße Punkte hatten, habe ich jetzt außen diesen kleinen Zwischenraum auch noch mit einem weißen Punkt ausgefüllt. Diese weißen Pünktchen bekommen oben herum auch noch hellgrüne Bögen, wieder mit einem ganz, ganz feinen Werkzeug. Für Rechtshänder empfehle ich, dass die Bögen auf der rechten Seite auch von unten nach oben zu führen, währenddessen man die Bögen auf der linken Seite von oben nach unten führen kann. Das ist einfach eine Sache der Bequemlichkeit für das Handgelenk, ne? Wie man das auflegen kann. Bei Linkshändern logischerweise genau andersrum. Wenn du dann noch Platz hast auf deinem Magneten, dann fülle gerne die Zwischenräume mit dunkelgrünen Punkten und lasse das Ganze jetzt für ungefähr eine halbe Stunde gut trocknen. Oder eine Stunde schadet auch nichts. Wenn du jetzt sagst, oh, ich kriege jetzt aber gleich Besuch und kann jetzt nicht so lange warten, dann habe ich hier auf jeden Fall den Tipp mit diesem feuchten Küchenpapier. Das legst du dir auf deine Farbpalette drauf, feuchtest das an mit einigen Tropfen und dann hält das wirklich für mehrere Stunden deine Farben frisch, denn du brauchst sie jetzt nochmal. Du darfst die Palette zu diesem Zeitpunkt noch nicht auswaschen. Du siehst jetzt hier das erste Mal alle drei Magneten, die du im Rahmen der Verlosung auch gewinnen kannst auf der Homepage von Adveniat. Und ich zeige euch jetzt bei allen drei Magneten, wie man sozusagen die zweite Runde Punkte da drauf setzt. Der erste Magnet ist der, von dem ihr jetzt die ganze Zeit schon gehört habt. Und zwar nehmt ihr euch ein Werkzeug, was ein bisschen kleiner ist als der vorangegangene Punkt und setzt jetzt auf alle dunkelgrünen Punkte hellgrüne obendrauf. Bei dem zweiten Magneten setze ich hellrote Punkte auf die dunkelroten drauf. Und andersrum. Und bei dem dritten Magneten, den ihr da seht, gehe ich mit dunkelgrün auf hellgrün drauf.
Es ist wichtig, dass das Werkzeug etwas kleiner ist, damit man also den untersten Punkt da am Rand auch noch rausgucken sieht. Das bringt einfach wie so eine Art dreidimensionalen Effekt in dieses Muster rein und das peppt es unheimlich auf, wenn man also auf diese größeren Punkte nochmal mit einer verwandten Farbe obendrauf geht. Das kommt einfach unheimlich gut. Also ich mag das total gern und mache es eigentlich immer bei meinen Mandalas. Jetzt könnt ihr die Palette auswaschen und müsst die Magnete gut trocknen lassen und gerne auf der Rückseite auch euer Signum drauf machen. Oder ihr schreibt fröhliche Weihnachten drauf oder den Namen der Person, der ihr das schenken möchtet. Alles möglich. Und ihr solltet die Magnete dann einen Tag liegen lassen, dass das richtig, also wirklich richtig durchtrocknen kann. Und dann solltet ihr sie aber unbedingt noch versiegeln, damit, wenn man mal drüber kratzt mit Fingernägeln oder sie fallen mal runter, dass dann nicht die Farbe abblättert, sondern dass das Muster wirklich geschützt ist. Das kannst du machen, indem du dir einfach im Baumarkt ein farbloses Acrylspray kaufst oder du nimmst zum Beispiel meine Variante. Das ist das Mod Podge, so heißt das. Das ist eine Art Serviettenkleber und der sieht erst weiß aus, trocknet transparent ab. Und meiner hinterlässt so einen seidigen Glanz. Den gibt es auch in matt zu kaufen und in hochglänzend. Ich nehme einfach gerne das Zwischending. Der ist aber, denke ich mal, in einer Viertelstunde ungefähr ist der so trocken, dass du dann einfach weitermachen kannst. Ja, zum Schluss nimmst du deine Magnete, die du hast. Meine sind, glaube ich, 1 Millimeter oder 1,5 Millimeter stark und sind auch selbstklebend. Aber die sind eben so kräftig, dass das sein kann, wenn die aneinander haften, dass dann sich eher der Magnet von dem Holzplättchen löst, als die beiden Magnete voneinander. Deswegen habe ich hier nochmal ein wenig nachgeholfen mit Klebestift. Und auch das muss erstmal richtig anziehen. Du kannst jetzt jeden einzelnen Magneten, denke ich mal, schon benutzen. Aber gerade wenn man sie verschenken will, ja, da lasst sie einfach noch einen Tag liegen, dass der Kleber trocknen kann. Mit einem kleinen physikalischen Experiment zeige ich euch, dass die Magnete also wirklich Wirkung haben. Die stoßen sich also echt merklich voneinander ab. Und hier seht ihr, wie die aussehen auf meinem Whiteboard. Und das soll sozusagen der Beweis dafür sein, dass die wirklich gut halten und dass es sich lohnt, da mal reinzugehen auf die Adveniat-Seite und sich die Magnete kostenlos unter den Nagel zu reißen mit Hilfe des Gewinnspiels, was ihr da machen könnt. Ich habe hier zufällig gerade noch eine Geburtstagseinladung von meinem Sohn da hängen oder ein Flyer. Ich habe ja auch noch zwei Broschüren, zwei Flyer von Lieferservice mit dabei und diese beiden Flyer, und die sind wirklich relativ groß gewesen, hält also der eine Magnet fest. Das sind wirklich gute Teile, die echt auch was halten. Und ich hoffe ganz sehr, dass euch das Video gefallen hat und dass ihr es auch mal selber probiert und dass ihr ein schönes Geschenk zu Weihnachten habt. In dem Sinne wünsche ich euch ein ganz frohes Fest und viel Spaß beim Malen.